Ich mag Veränderung. Und versuche deswegen stets meine Umgebung in Form von meiner Wohnung oder sonst irgendwas immer ein bisschen zu verändern. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt wieder ein bisschen ausgemistet habe und relativ viel Sachen bei eBay reinstelle. Aber was hat das jetzt mit meinem Kanal zu tun? Ich sag's euch, wenn wir ein letztes Mal das Intro gehört haben. Denn das hier ist das Ende von Holzwerk Woodworking, so wie ihr den Kanal kennt. Ich betreibe diesen Kanal seit ca. 2,5 Jahren. Seitdem sind ca. 70 Videos und vergangen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe sehr, sehr, sehr viel Spaß an diesem YouTube-Ding gefunden und auch sehr, sehr viel Spaß, mich mit Videografie, mit Schnitt auseinanderzusetzen, vor der Kamera zu agieren, vor der Kamera souveräner zu werden, wenn ich überlege, wie meine ersten Videos aussahen und wie es jetzt vor der Kamera ist für mich zu sein, habe ich da sehr, sehr, sehr viel Spaß und ich genieße das auch und ich mag es auch darin besser zu werden und mag es auch meine Entwicklung selber zu sehen und hoffe, dass ihr vielleicht auch eine gewisse Entwicklung feststellen könnt. Ich mag es aber zum Beispiel auch immer noch, in meiner Werkstatt zu stehen und für euch Sachen zu bauen oder auch für mich und euch da Sachen zu zeigen. Genauso cool finde ich es aber auch, einen Vlog drehen und auf dem Balkon sitzen und über eine Story nachdenken. All diese verschiedenen Sachen mache ich mittlerweile auf meinem Kanal. Und ich tue so, als ob ich kreativ wäre mit meiner Polaroid-Kamera, filme mich dabei, ich habe mein Polaroid-Tagebuch. Möchte noch so viele mehr Sachen ausprobieren. So ein bisschen auf mich zu finden, was mir liegt, welche Schnittart liegt mir vielleicht noch. Ich habe da jetzt auch wieder ein, zwei YouTuber entdeckt, wo ich sage, ey, das ist eigentlich genau meins und das sind Vorbilder, auch wenn ich sie vielleicht gerade erst zwei, drei Wochen kenne, also kenne in Form von den Kanal entdeckt habe. Und das ist alles etwas, was ich auf meinen Kanal einfließen lassen will. Und dieser Kanal heißt Holzlaff. Und es suggeriert ja im ersten Moment darum, dass es um Holz geht. Und ich kann für jeden verstehen, der dann auf meinen Kanal kommt und erstmal denkt, ja, ab und zu kommt da mal ein Holzvideo raus, ja, aber er macht da ja auch ganz viel anderen Quatsch und ich möchte jedem, der neu auf meinem Kanal ist, möchte ich zeigen, dass dies nicht ein reiner Holz-Channel ist, sondern dass hier noch so, so viel mehr passiert und deswegen habe ich mich für eine Sache entschieden und das wird sein, ich werde das Holz aus Holzlaff rausstreichen. Ich sehe das aber auch als Chance, ganz ehrlich, mir selber auch jede Menge Druck zu nehmen, einfach
zu sagen, ich muss jetzt mal wieder ein Holzvideo machen, ich muss jetzt noch mal wieder das und das machen, sondern einfach, ich möchte einfach das raushauen, wonach es, was sich gut anfühlt. Und deswegen habe ich mich auch zu der Namensänderung entschieden. Ich möchte halt einfach noch so, so viel mehr ausprobieren. Ich möchte auch meine jetzigen Videos, also meine ganzen Vlogs, die ich gedreht habe, sei es an der Ostsee, in Amsterdam oder in Lüneburg unterwegs mit Dennis, ich möchte die noch so, so, so viel mehr verbessern und nicht einfach irgendwelche B-Rolls aneinander geschnitten raushauen, sondern dem da auch einen Prozess stattfinden lassen, möchte aber auch vielleicht mal was malen auf diesem Kanal und das dann einfach raushauen können. Und natürlich will ich immer noch meine Holzvideos machen. Natürlich will ich all das hier nicht auflösen. Sondern will in all dem, was ich tue, auch hier in dieser Werkstatt, mich noch verbessern. Und auch diese Werkstatt noch viel, viel mehr auch mit Leben gestalten. Ich möchte die Videos, die ich für euch mache, verbessern. Die Sachen, die ich baue, für mich, für meine Freunde, für sonst irgendwen, möchte ich auch noch viel, viel besser werden. Da ist noch so, so, so viel Luft nach oben. Und ich muss ehrlich gestehen, dadurch sind einfach auch schon wieder ein paar Tage vergangen und ich bin mir immer noch unsicher, wie ich dieses Video aufbaue oder was ich euch sage und was ich nicht sage. Ich weiß es am Ende nicht. Was ich aber auf jeden Fall weiß. Dass es für mich die richtige Entscheidung ist. Und solange dieses Gefühl stimmt, ist, glaube ich, die Hälfte schon geschafft. Und deswegen ziehe ich das jetzt auch durch. Und ich kann jeden verstehen, der jetzt meinen Kanal vielleicht deabonniert und das ist auch total fein. Das soll jetzt nicht wie ein Neuanfang hier klingen, sondern wie ich auch schon sagte, wie eine Weiterentwicklung. Und für mich ist immer eines wichtig, das zu machen, worauf ich Lust habe. Und das fühlt sich jetzt einfach verdammt gut an und deswegen ziehe ich es durch. Und freue mich vielleicht auch auf die Weiterentwicklung von meinem Kanal, aber vielleicht auch besonders auch auf meine Weiterentwicklung. Eine letzte Info habe ich aber noch für euch. Dafür nehme ich euch nochmal kurz in die Hand. Ich lege eine kleine Sommerpause ein und zwar bin ich im Juni im Urlaub und allem drum und dran und jetzt mit der Kanalumänderung ist das, glaube ich, ein guter Schritt, einmal irgendwie kurz mal eine Pause einzulegen. Nicht, weil ich sie brauche oder so, aber weil es sich für mich auch gut anfühlt. Und deswegen darf ich jetzt sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem Monat wieder. Ciao!